Jo, herzlich willkommen zurück zu Prey. Und ja, wollen wir mal schauen, wie das hier weitergeht. Ja. Kommt das wieder nochmal oder? Nein. Ja. Könnt ihr ja auf Pause gehen, wenn ihr das lesen wollt. Morgens Verhalten. Und ja. Ein Transcribe von jemandem. Alex? Simmons? Was ist hier los? Es gibt ein Problem. Was ist mit Morgan? Er lebt noch, sediert. Alles klar. Bin unterwegs. Okay. Ja, gut, okay. Hier brutzelt es ein wenig. Trauen wir uns einfach mal hier lang. Das ist die Treppe, die ich irgendwann zuvor gesehen habe von unten. Anscheinend. Also scheint das Ganze ziemlich linear zu sein. Wie es halt typisch ist für, ne, modernere Games hier. Im ersten Teil von Prey, da verleitete das noch ein bisschen mehr zu erkunden und sich zu verlaufen. Dekontamination, okay. Oh, und da habe ich einen kleinen Drop gehabt. Scheint also schon ganz schön anspruchsvoll zu sein hier. Das ist doch da gerade umgekippt, ne? Das sah jedenfalls so aus. Schauen wir mal nach. Ja, sieht so aus, als könnte man die Viecher zerhacken, wenn sie auf einen zukommen. Ist ja alles cool. Computerwagen, Hebelkraft 1. Ich kann den also nicht hier wegtragen. Warum auch immer, keine Ahnung. Grete Mikkelsen, die hat es anscheinend zersägt. Das können wir anscheinend aufkloppen. Mülleimer können wir durchsuchen, okay. Okay, um die Simulation zu beenden. Oh, ein sich selbst reparierender Monitor. Geil. Okay. Das ist interessant, was hier passiert. Komme ich da aber nicht mehr zurück in den Modus von eben, oder wie soll ich das verstehen? Looking Glass aus, was passiert dann? Tja,
Wie auch immer. Wo sieht doch das irgendwas? So, jetzt komme ich da gar nicht dran, weil das dahinter liegt, ja. Na super. Scheint ja so, als wenn uns dafür irgendwas fehlt. Tja, das kann ich nur noch eigentlich hier durch diese Dekontamination. Schauen wir uns das Ganze doch einfach mal an. Hier ist Glas davor, das kann ich bestimmt zerstören. Oder auch nicht. Sind das Bildschirme? Man weiß es nicht so genau jetzt, ne, bei diesem Spiel. Ah, weg damit! Verdammt. Ach du Scheiße. So werden die also zu mehreren. Niemand konnte die Mimics davon abhalten, sich zu vermehren, seit sie aus der Eindämmung ausgebrochen sind. Ich helfe ihnen zu überleben. Halten Sie durch. Okay. So, ich kann hier noch bestimmt, ja, ich kann hier speichern. Machen wir das mal eben. Man konnte auch den Schwierigkeitsgrad verändern, hatte ich entdeckt. Und da gehen wir doch einfach mal auf normal hoch. Einfach um zu schauen, ob wir damit auch noch klarkommen. Hat das übernommen, ja? Ja, hat er. Mein, bisher ging's ja. Und musste sich ja auch nicht einfach so aus Jux und Dollerei zu einfach machen, ne? Da kommen wir nicht hin. Exit to Lobby. Könnt ihr euch ja mit Pause halt durchlesen. Irgendwas ist dringend. Tralalala. Der Schlüssel zur Leiche, neues Ziel. Suche im Traumazentrum nach Bellamys Leiche. Okay. Ey. Spiel auf deine Art. Verschiedene Herangehensweise, Herausforderungen und Gegner zu meistern. Kannst verschlossene Tür überwinden, indem du nach der Schlüsselkarte suchst, einen anderen Weg findest. Okay. Hacker, eins erforderlich, okay. Könnt ihr euch ja per Pause durchlesen, ne? Tja, dieses Hacker 1, Junge, Junge, Junge. Nekropsie benötigt. Okay. Man könnte diesen toten Viechern anscheinend jetzt hier auch irgendwas entnehmen. Mimikgleiche. Kann man die bestimmt analysieren, gehe ich mal von aus. Wasserkühler. Trinken kann ich das auch nicht. Okay. Test mal antworten, la, auf unbenutzten Strichen. Tja. Gut, gut. Es wäre natürlich sehr von Vorteil, soweit ich das sehe, dieses Hacker 1 zu erlernen.
Na komm her, ich hab dich genau gesehen. Jetzt habe ich die Schlüsselkarte, okay. Ich hab doch dieses Vieh genau gesehen. Komm her. Alter Schwede. Mit F5 kann ich wohl auch schnell speichern, ja. Okay. Fällt sich dann wie bei Max Payne. Sehr angenehm. Na komm her. Mistvieh. Sehr schön, lass mir nicht entkommen, da ist deine Leiche. Mit mir legt ihr euch nicht an, das sage ich euch. So, da ist jemand zur Seite gegangen. Ja, komm doch. Komm doch. Das war ein Phantom. Typhon Anthrophantasmus. Bleiben Sie in Bewegung. Läuft. Hier gibt es ein Tutorial, okay. Viele Objekte auf der Talos 1 können repariert werden, vorausgesetzt sie reparieren Fähigkeit und genügend Ersatzteile. Okay, also habe ich jetzt hier gerade nicht genügend Ersatzteile, um das zu reparieren. Es sei denn, ich muss Reparatur irgendwie erstmal auch noch erlernen, ne? Hier gibt es so eine Art Fahrstuhl anscheinend. Hier gibt's. Verpiss dich, ey. Ah, hier, jetzt geht's los hier. Jetzt gibt's hier erstmal Weapons. Bin ja mal sehr gespannt. Ja, komm. Speicher hier jetzt erstmal. Wir werden dann sehen, was die hier gleich macht. Hier kommen wir auf jeden Fall nirgendwo durch, wie es ausschaut. Allerdings lustig aus, wie es da aussieht, als wenn es eine Gleisscheibe wäre. Wahrscheinlich, weil es hier darauf geht, beim Durchgucken. Gut, gut. Dann wollen wir mal weiter schauen hier. Ja. Untersuchen. Ja, ich habe keine Ahnung. Morgan, da, im Foyer. Nehmen Sie die Neuromod aus der Vitrine. Das sind normalerweise Attrappen, aber ich habe eine echte für Sie hineingelegt. Die Neuromods sind äußerst wichtig. Wenn Sie mit Ihrer Hilfe keine neuen Fähigkeiten installieren, überleben Sie nicht. Ich habe Ihren Transcribe schon mit der angeforderten Liste aktualisiert. Schauen Sie mal rein. Man kann die hier sowas wie einfrieren oder so. Aber die befreien sich dann wieder. Also bringt mir das nicht so wirklich was. Ugh.
shit. Na, komm her. Mach euch alle fertig hier. Einen nach dem anderen. Die neue Rimmel ist eine revolutionäre Transterentwicklung, die dir ermöglicht, neue Fähigkeiten zu erlernen. Drücke N, um die Transkript zu öffnen. Bla 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 bla. Okay. Ich mache hier mal eben eine Pause. So, da bin ich wieder. Jetzt haben wir hier so ein Menü hier. Techniker. Aha. Hier können wir jetzt verschiedene Sachen anscheinend hochleveln. Konditionsschub und so weiter und so fort. Sehr interessant. Und von welchen Punkten ist das abhängig? Wo sehe ich, wie viel ich habe? Inventar. Ziele. Neuromods. Ja, aber gut, dann mache ich jetzt hier einfach mal erwerben. Okay. Ich wusste, Sie würden das auswählen. Also, bringen wir sie in die Hauptlobby. Das ist aber unlecker jetzt. Aber gut. Restroom. Das sind ja sicherlich Toiletten. Habe ich mir doch gedacht. Ich werde euch alle fertig machen. Ein nach dem anderen greife ich mir von euch. Toilette spülen. Läuft. Tee hat wohl einer stehen lassen. Auf Toilette. Super Sache. Ja gut, ich brauche hierfür diese Hebelkraftgeschichte. Kann ich nicht wegschieben oder so. Erinnert mich irgendwie grafiktechnisch auch so ein bisschen an Bioshock, ne? Wenn man so dieses Trends da so sieht. Favoritenrad. Über das Favoriten kannst du schnell Waffen, Psi-Kräfte auswählen, ausrüsten und so weiter und so fort. Macht's doch nicht alles so kompliziert. Saugroboter. Okay. Noch ein bisschen aufräumen hier.
Hier ist auf jeden Fall eine Leiche am Start. L zum Anhören. Robert? Alice! Gott sei Dank. Niemand hat... Wo bist du? Versteckt. Im Konferenzraum. Ich kann nicht... Was? Du bist noch im Labor? Kann nicht raus. Da ist... Wo ist der Sicherheitsdienst? Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Robert, du musst da raus. Zu den Aufzügen. Angeblich werden wir evakuiert. Robert? Shh. Moment mal. Da kommt wer. Notiz. Projektorfarben sind immer noch falsch. Es war klar, dass dann so ein Vieh hier kommt. Habe ich mir schon gedacht. Aber dann, wenn man sich hier mal so ein bisschen umschaut. Man kann von diesen Pflanzen das hier anscheinend pflücken. Aha, okay. Wofür auch immer das dann mal gut sein wird. Boah. Komm her, du Mistvieh, ey. Kriegst du auch nicht einen auf den Datz hier. Spinnst wohl, mich so zu erschrecken hier. Hier gibt's nichts zu pflücken. Okay. Tja, wäre interessant hier reinzukommen. Ich habe nur echt keine Ahnung, wie. Oh, da liegt jemand da oben. Ich habe eine Idee, wie ich hier hochkomme. Das sehe ich gerade. Okay. Tja, irgendwo gab es ja hier auch Health, ne? Da muss ich halt mal zurück, weil ich habe ordentlich gelitten. Gucken, ob ich da noch hin zurückkomme. Aber es sieht so aus. Wo wäre das denn? Hier. Schnellauswahl. Soll das das hier sein? Irgendwie nicht. Es ist die Frage, wie ich da in das Menü komme. Mit N vielleicht? Inventar. Automatisch sortieren, Z. Okay. Irgendwelche Chipsätze, Gegenstände. Verwenden, G. Okay. Hat jetzt nicht so viel gebracht, aber immerhin besser als nix. Und ja, ich würde sagen, hier hören wir jetzt erstmal auf. Ja. Bis dann, wenn es wieder heißt Prey.